Willkommen zu diesem Video. So, Produkt Nummer 2, ein Nachtsichtgerät. So, wir sehen Firma Bresser. Okay. Ich muss dazu Folgendes sagen, ich hatte schon mal so ein Ding. Das sah auch genauso aus. Ich habe es letztendlich zurückgeschickt, weil also entweder habe ich mir nicht so viel Zeit damit genommen, wie man sich nehmen sollte. Ich habe es mal kurz in der Wohnung getestet. Ich habe persönlich damit nichts gesehen. Ich habe es kurz mal auf dem Balkon damit mal geschaut. Wie gesagt, für mich war das Display komplett verschwommen. Man konnte hier vorne Schärfe einstellen. War ebenfalls nicht machbar. Daher habe ich das Ganze kurzerhand zurückgeschickt. Ich bin damals davon ausgegangen, ja gut, vielleicht war es ein Montagsgerät. Geht alles, gibt es alles im Leben. So, müssen wir gucken, ob es wirklich ein Montagsgerät ist. Ich hoffe diesmal nicht. Ich finde sowas wahnsinnig geil. Ich finde sowas cool. Es gibt da verschiedene Preiskategorien bis auf oh, über 600 Euro und so eine Witze alles. Das hier hat 5, ne, das hier hat 50 Euro gekostet. Ich hoffe wirklich, das Ganze funktioniert so, wie ich es mir vorstelle. Okay, packen wir das Ganze mal aus. So, Moment. Ja, ich probiere es mal. Ja, vorsichtig zu machen, weil wir wollen es ja eventuell, also ich hoffe es nicht, aber wenn es zurückgeschickt werden muss, sollte der Karton nicht so aussehen, als ob er durch einen Fleischwolf gedreht worden wäre. So, zum Motto, was hat er mit dem Ding gemacht? Okay, was ist das? Aha, so geht's auf. Gut. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig auszupacken und gleichzeitig die Kamera zu haben. So. Aber ich muss sagen, die Verpackung sieht schon mal anders aus. Ist hier noch irgendwas drin? Ja, die Bedienungsanleitung. Gut, die brauchen wir eigentlich nicht. Das ist das Ganze. Ich habe das, glaube ich, im letzten Video auch schon mal gesagt. Es erinnert mich ein bisschen an so ein ja, Science-Fiction-Fernglas alias Luke Skywalker Star Wars, wo der in dem ja, dritten Teil war das, mit dem Fernglas nach R2-D2 sucht. Fand ich damals cool, wo ich das gesehen habe. So, hier haben wir eine Schutzfolie auf dem Display. Betrieben wird das Ganze mit drei Batterien. Ich habe jetzt schon mal geguckt, AA-Batterien sind es wohl. Die habe ich, die sind aber auch voll. Also daran liegt es jetzt, kann es jetzt eigentlich nicht liegen. So, wir haben hier nochmal so ein komisches Trockenzeug mit bei, wo man sagt, wegen Flüssigkeit. Und dann muss aber laut Lieferumfang noch was anderes eigentlich mit bei sein. Ei, die haben sogar Batterien mitgeschickt. Ja, war letztes Mal auch mit bei. Ich erinnere mich. Aber war das alles? Ich hätte jetzt wirklich gedacht, hier wäre noch ein Ladekabel oder ein Kabel bei, womit ich das Ding mit einem Computer verbinden könnte. Okay. Also ich lasse die Batterien mal. Ich habe selber welche und habe die gerade getestet. Die funktionieren auch. Also die haben auch noch Saft. Mensch. Ah. Ja, passen. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, wie viel cool an. So, hier haben wir das, hier haben wir die Klappe, hier haben wir das. Okay, ich gucke jetzt erstmal, wo hier die Batterien reinkommen. So, das wäre das Ganze. Wie gesagt, Batterien funktionieren. Ich habe sie jetzt mal mit dem Batterietester bei uns hier bei mir mal geprüft. Ich habe ja sowas da. Funktionieren. Ich hoffe wirklich, ich irre mich diesmal mit dem Ding hier nicht. Nicht, dass man das auch wieder
dann retour schicken muss. Also das sende ich retour, weil das hat 50 Euro gekostet. Ja. So, und jetzt schauen wir mal. Hier haben wir Menü. Hier oben. Okay. Das müsste aber eigentlich angehen. Das wäre jetzt echt ein voll der Härtefall. Alter, nee, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Die Batterien jetzt wirklich falsch rum drin, kann ich mir eigentlich so hingehend nicht vorstellen. So, also an ist es schon mal, aber so vorne tut sich dahingehend nichts, weil es müsste ja zumindest ein Infrarotstrahler angehen. Das ist jetzt ein Witz. Das ist ein Scherz. An ist es, aber ansonsten tut sich da gar nichts. Hier vorne kann ich die Schärfe einstellen. Aber Scherz. Das ist ja ein Ding. So, ich habe es jetzt noch mal ausgemacht. Also es ließ sich gar nicht ausschalten eigentlich, weil An- und Ausschalter ist hier oben, man sieht es ja. So, wir haben hier Menü, Mode. Ja, also ich habe die Batterien jetzt noch mal richtig rein. Ah, ei. Jetzt scheint es zu funktionieren. So, und wir sehen eigentlich so in derselben Sache, so sah es damals nämlich auch schon aus. Hier haben wir das Menü. Mode. Okay. So, und hier können wir auf Fotomodus gehen. Und hier auf Videomodus. Play ist mir klar. Aber was mich eben wundert, diese rote Lampe leuchtet nicht. Und das muss ja eigentlich leuchten laut Infrarot. Also wenn Infrarot da ist oder man kann Nachtsicht, dann hat man ja normalerweise auch. Wow, ich stelle gerade fest. Ei, jetzt ist die Infrarotleuchte an. Ja, gut. So ist die Infrarotleuchte.
Und wir sehen auch gleich, wie die Batterien im Arsch gehen, weil, guckt mal. Infrarotleuchte wieder aus. Gut, Infrarotstrahler ist an. Okay. Ich probiere das mal draußen aus. So, das war jetzt ein kurzes Gastspiel, weil sofort waren meine Batterien alle. Also das Ding hat einen Energieverbrauch, Leute. Das ist der wahre Hammer. Das ist wirklich der wahre Hammer. So, wir haben jetzt Infrarotleuchte ist aus und wir sehen jetzt hier, wie es eigentlich aussieht. So, jetzt haben wir fast noch einen Balken Saft drauf. Ich werde jetzt doch mal die anderen Batterien mal nehmen. Mal gucken, vielleicht kommen wir damit weiter. Aber ich glaube, ich habe das Gerät hier damals nicht falsch bedient. Ich glaube wirklich, das Ding ist Schrott. Ich muss das wirklich leider so sagen. Scheiße, kotzt mich das an. So, neuer Versuch. Also wenn so schnell die Batterien in dem Ding leer gehen, dann brauchst du einen Atomreaktor auf dem Rücken, um damit was zu sehen. Na. So, wir nehmen jetzt die Infrarotlampe. Oh, die ist gut. So, und jetzt teste ich das nochmal draußen. So Leute, also ich habe das jetzt mal draußen mal getestet. Ich glaube, ich brauche das nicht weiter testen. Das geht zurück. Ich wirklich, ich mach, sag sowas wirklich nicht gern. Die Testvideos oder Testbilder, wenn ich auf mich nach dem Karton wirklich richte, ich, ja, ich habe mich nach dem Karton gerichtet. Ich weiß nicht, wie man so eine Aufnahme hinkriegt. Ich habe jetzt probiert, mal ein paar Aufnahmen damit mal zu machen. Es ist verschwommen gewesen, verwackelt, verruckelt im Wesentlichen. Wir können das gleich nochmal testen. Ich gehe nochmal raus mit dem Teil und halte dann mal das Handy hier mit an das Display mit ran. Und dann kann man mal gucken. Man hat hier auch nicht wirklich eine Einstellungsmöglichkeit, wo ich sage wirklich, ja, dass hier irgendeine Feinabstimmung zu machen wäre. Ihr habt hier bloß ein paar Knöpfe dran, das ist hier bloß Deko, das sind was für den Daumen. Das ist hier nur was, wo man, ja, wahrscheinlich zum Schutz, zum Hinlegen oder so. Also ihr habt hier oben bloß einen An- und Ausschalter. Hier ist Menü, hier ist der Modus, den ihr einstellen könnt. Hier ist ein Fotoapparat drauf, ihr könnt hier Fotos machen und ihr habt da, wie ihr den Infrarotstrahler bedienen könnt, also sprich hell, dunkel, also volles Rohr Infrarot oder eben weniger. Also es gibt hier nicht wirklich einen Menüpunkt, wo ich sagen kann, gut ist. Und hier kann man dann wahrscheinlich noch die Schärfe noch ein bisschen einstellen. Herrschaftszeiten, aber ansonsten nicht mehr für Kinder. Also mein Handy macht in der Dunkelheit bessere Bilder und Videos als das Ding. Ich muss es wirklich so sagen. Gut, wir testen es mal draußen, dass ihr euch davon selber mal ein Bild machen könnt. Gottes Willen. Also wir sehen jetzt hier gegenüber den Häuserblock. So, das ist das verschwommene Bild, was wir hier empfangen. Gottes Willen. Treiben und um Gottes Willen. So, wenn wir jetzt sehen, das ist der Infrarotstrahler. Ja gut, durch die Kamera wirkt er recht groß. Wenn ich es jetzt mit meinem Auge sehe, ist er absolut mindermäßig. So, Infrarotstrahler ist auf vollen Kapazitäten. Aber, also Nachtsicht, Leute, ich sehe gar nichts dadurch. Also das liegt jetzt nicht an dem Handy oder so, ne? Das liegt wirklich nicht an dem Handy. Ich sehe alles, na, ein bisschen was Verschwommenes sehen wir. Aber ansonsten. So, also Abschlussfazit. Ich habe es jetzt nochmal probiert. Ich habe den Infrarotstrahler auf volle Kapazität gehabt. Also als Fernglas absolut nicht zu gebrauchen, das Ganze.
Ich weiß nicht, wer damit arbeiten kann, aber ich ganz ehrlich nicht. Gut, so lange wollte ich das Testvideo jetzt nicht machen eigentlich. Ich probiere das Ganze morgen spaßeshalber mal bei Tag aus, ob man das Ding bei Tag testen kann und nutzen kann oder ob das genauso ein Schund ist. Schade, wirklich schade, aber ich weiß, ich brauche mir es nicht nochmal bestellen. Gut, die Batterien, die sie mir jetzt mit reingepackt haben, waren ganz gut. Meine waren jetzt gleich alle. Also Fakt ist, das Ding frisst ungemein Akkus. Ungemein Energie im Nachtsichtmodus. Klar, mein Camcorder macht das auch. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Ich muss immer noch ein bisschen lachen. Ein bisschen schmunzeln. Oh nein, wenn ich mir mal was kaufe, dann ist Ruhe. Schade eigentlich, wirklich schade. Ich hatte wirklich gedacht, es ist ein Montagsgerät, dass es mein Fehler ist. Aber wie gesagt, ich habe jetzt, also ich wohne vierte Etage. Ich habe damit jetzt mal probiert, auf den Boden zu sehen, also vom Balkon runter. Es war nicht machbar. Es war wirklich nicht machbar. Das heißt, also es liegt nicht an mir, es liegt nicht an meinen Augen. Ihr könnt hier vorne bloß ein bisschen schärfer am Rad einstellen und dann ist Ruhe, dann ist vorbei. Und bei dem kleinen Display, naja gut, da kann man vielleicht auch wirklich nicht allzu viel erwarten. Ne? Gut, das wäre es mit dem Video erstmal gewesen. Bewertet das Ding. Und bitte kauft euch das Teil nicht. Kauft euch was anderes, kauft euch was teureres. Es gibt dafür 100 Euro was, 120, 130, wer sowas haben will. Aber bitte nicht das. Entschuldigung, Leute, wenn ihr das von Bressler seht, ja, es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Oder hier muss ein neuer Sensor drin gebaut werden in irgendeiner Form, ich weiß es nicht. Also wenn einer von eurer Firma das Ding hier sieht, er möge mir bitte zeigen, wie man damit arbeitet und umgeht. Ich meine, das soll hier dreimal NV3 Nachtsicht, 3x25 fach Zoom haben. Aber ganz ehrlich, ich kann damit nicht arbeiten. Ich kann euch mal die Bilder, ja, ich blende euch mal die Bilder mit ein ins Video, wie das aussehen soll laut Amazon. Aber so sieht es nicht aus. Also so habe ich es jetzt nicht hingekriegt. Und wenn ich nicht mal 5 Meter weit mit dem Ding gucken kann, was will ich damit? Das soll ja Fernglas soll es ja sein. Na, also ich blende euch nachher im Video nochmal die Fotos ein zum Schluss oder auch zum Anfang, muss ich sehen. Und dann könnt ihr mal selber entscheiden. Okay, das wäre es jetzt aber wirklich mit dem Video gewesen.